Die Natur ist seit jeher dem Menschen mit einer Vielzahl von Heilpflanzen bei verschiedensten Krankheiten behilflich, ihn ob als Vorbeugung oder Heilung auf natürliche Weise zu unterstützen. Eine fachliche Kenntnis in der Anwendung ist aber auch hierbei erforderlich. Hallo, ich bin die Gisela Abel, bin Kräuterpädagogin und möchte Ihnen in unserer Serie einiges Wissenswertes über Heilkräuter erzählen. In unserer Kräuterserie möchte ich Ihnen heute die Schafgarbe vorstellen. Sie ist das Frauenkraut schlechthin, als Allheilmittel mit der Kamille zu vergleichen. Man findet sie auf trockenen Wiesen, Feld- und Wegrändern und man sammelt sie bei Sonnenschein. Blüten und Blätter werden im Schatten getrocknet. Der Tee kann bei Magenschwäche, Durchfall, Bauchschmerzen, Blasenschwäche, Regelstörung und Krampfadern sowie zur Blutreinigung getrunken werden. Außerdem ist die Schafgarbe noch wundheilend und antiseptisch. Eine Salbe aus dem Kraut gehört zu den besten Heilsalben gegen Akne und unreine Haut. Noch etwas Wissenswertes möchte ich Ihnen erzählen. Der lateinische Name der Schafgarbe Achillea leitet sich von Achilles, dem großen griechischen Helden, ab, der sich im Kampf um Troja jene bekannte Verletzung an der Ferse zuzog. Seine Mutter Aphrodite riet ihm, Schafgarbe zur Heilung zu nehmen. Noch heute verwenden wir die Begriffe Achillesferse und Achillessehne. In der Volksmedizin fand sie immer schon Verwendung zur Behandlung von Wunden und heißt deshalb auch bei uns am Land Blutstiller. Dieses Frauenkraut sollte auch in keinem Kräuterbuschen zu Maria Himmelfahrt fehlen. So viel zur Schafgarbe. Beim nächsten Mal werde ich Ihnen etwas über das echte Johanniskraut erzählen.